in your violence. Can't show me there's no point in trying. Schwitzt. Du auch. Die anderen uns jetzt nicht gehört. Dass du doch immer so laut sein musst. Ich. Ja, ja. Gerade hast du ein bisschen geschrien. So, weißt du, ich hätte, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, dass sich das so zwischen uns noch entwickelt. Danke. Mann, ich meine einfach, ich fühle mich echt wohl mit dir. Das ist schon, das ist was Besonderes. Und naja, ich kenne es halt nicht so. Das ist schon egal. Das freut mich. Habe ich irgendwas im Gesicht, oder? Nee. Janis? Ja? Ich liebe dich. Also, so richtig. Kannst du bitte was sagen? Habe ich da gerade richtig gehört? Ha? Ich liebe dich auch. Ich bin mega glücklich. Ey, den Tag, den kreuz ich mir roten Kalender an. Hör auf jetzt! Ich hätte gar nicht gedacht, dass du so romantisch sein kannst. Ne? Mann, das hat mich voll Überwindung gekostet. Hör auf zu lachen. Ich kann selber nicht glauben, was ich da gerade gesagt habe. Gerade ist einfach alles perfekt. Ich bin so glücklich. Ich weiß genau, wie schwer es ihr gefallen ist, sich wieder auf jemand Neuen einzulassen nach Brian. Ich bin gerade einfach nur happy. Grün oder gelb? Steht hier nicht. Ist, glaube ich, egal. Anyway, wie war denn das Konzert gestern mit Janis? Oh, war mega schön. Man, die Band war Knaller und die Vorband war auch richtig gut. Von denen werde ich mir auch mal was holen. Und Janis hat sich so viel Mühe gegeben das Wochenende. Sich voll viel überlegt, was wir machen können, damit ich happy bin. Und ist voll viel mit mir draußen gewesen. Und man, er ist schon mega, mega süß zurzeit, wirklich. Aloha. Dasche. Du, wir brauchen noch Pinienkerne. Pfui. Und dann sind die Finger ab. Ich wollte noch mal Danke sagen, dass ich hier unterkommen darf. Das ist echt lieb von euch. Hast du schon mit deinem Alten da gestartet, Kratze? Nein, und das zeigt mir, dass es doch gut war. Dann geh du doch mal schon auf ihn zu. Vertragt euch mal wieder. Müller. Ja. Ich bin mal leichter gesagt als getan. Da kümmert du dich man drum, spricht nicht mit vollem Mund. So. Mach was, Nina. Naja. Hast du jetzt die Pinienkerne oder hast du sie nicht? Nein. Sehr geehrter Bewerber, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Demo, das Sie uns geschickt haben, nicht unser Interesse wecken konnte. Wir wünschen Ihnen dennoch weiterhin viel Erfolg und freundlichen Grüßen. Berlin Boys Records. Tut mir leid. Oh Mann. So scheiße. Nee, warte mal, ich hab nichts rausgeschickt. Ja. Nein, ich hab nichts rausgeschickt, definitiv nicht. Vielleicht hast du dich schon an so vielen Labels beworben, dass du gar nicht mehr wusstest, dass du dich da beworben hast. Ich hab mich... Ich guck jetzt meinen Postausgang. Ja. Leer. Ich habe nichts rausgeschickt. Man, ich wüsste, okay, ich war im Studio, ich habe Déjà-vu aufgenommen. Eule, vielleicht hast du es schon in dem Papierkorb. Guck doch mal, Papierkorb. Nein, ich habe, Mann, der Song war für mich noch nicht so weit. Ich wollte ihn nicht rausschicken. Ich habe den definitiv nicht rausgeschickt. Ich kenne mich da nicht aus, aber vielleicht hat das Tonstudio, wo du das aufgenommen hast, haben die das rausgeschickt? Die haben meine Kontaktdaten noch gar nicht für so einen Schnullibums. Nein. Aber wenn du es nicht warst und das Label nicht, keine Ahnung. Was? Janis? Nee. Wenn er, Alter, wenn er das bringt, das war richtig krass. Aber warte mal, der hat mich die letzte Woche noch voll dazu gedrängt, diesen Song rauszuschicken. Und ich habe dem 100-mal gesagt, dass ich das noch nicht möchte. Und der hat mir versprochen, dass er es nicht rausschickt. Er hat mir versprochen, dass ich entscheiden darf, wann ich was rausschicke. Deswegen, alles gut, Eule, alles gut. Es wird eine Erklärung dafür geben. Sprech ihn einfach darauf an, okay? Wenn er es dir versprochen hat, vielleicht alles ganz ruhig. Ey, wenn er das gemacht hat, ruhig, dann würde ich okay? Dich ruhig. Nee. Ja? Ja, sorry, Kochsession müssen wir verschieben. Ja. Ey, ich hoffe wirklich, dass sich das Ganze jetzt aufklärt und Janis nicht dahinter steckt. Man, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er mich so hintergehen würde. There was a time when my world was filled
machen wir den Abend fertig. Und es wird auch der Mittag schon fertig sein. Hey, ne? Können wir mal kurz reden? Ja. Gleich, ich bin noch gleich bei dir, ja? Halbe Stunde? Super. Nee, sorry, halbe Stunde ist mir zu lang. Ich kann nicht warten. Okay. Clara, bist du so nett, übernimmst mal kurz. Ja, klar, übernimmst du von dir. Okay, ey, Baby. Was ist denn los? Hm? Ich stell dir jetzt eine Frage. Tu mir eingefallen, sei ehrlich. Ja. Hast du meinen Song hinter dem meinen Rücken irgendwie an ein Label geschickt? Hast du meinen Song hinter meinem Rücken rausgeschickt? Ja, hab ich. Dein Ernst? Mann, ja. Janis, Alter, wir haben drüber gesprochen. Du wusstest genau, dass der Song noch nicht perfekt für mich ist. Was sollte das? Und weißt du was? Ich habe recht behalten. Ich habe heute eine dicke Absage bekommen. Danke. Baby, Mann, es tut mir leid. Aber die anderen sagen bestimmt ja. Welche anderen? Na, die anderen. An wie viele Labels hast du den Song denn geschickt? 10? Ungefähr? Ja, 10. Ist das scheiß Ernst? Bist du wahnsinnig? Sag mal, hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du damit angerichtet hast? Ich bin jetzt gerade für 10 Labels komplett verbrannt. Die hören sich nichts mehr von mir an. Ich bin in der Schublade. Eule ist scheiße, unbrauchbar. Vielen Dank, Janis. Merkst du noch was? Du bist dann gar nicht so pessimistisch, Mann. Das ist ja eine, die dir jetzt abgesagt hat. Ey, Baby, Mann, ich hatte einfach das Gefühl, du stehst dir selbst im Weg. Deswegen wollte ich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Du hast mich komplett hintergangen, Junge. Wir hatten eine Abmachung. Mann, du hast doch letztens erst gesagt, dass du dir jemanden wünschst, der dir die Entscheidung abnimmt. Okay, es tut mir leid, wenn ich dich hintergangen habe, aber Mann, ich wollte dir doch nur helfen. Ich mein's doch nicht böse. Ich glaube an dich, du bist meine Freundin. Ja, das ist ganz im Ernst. Ich habe dir noch was abgenommen, und zwar ein Versprechen. Nämlich, dass ich bestimme, nach wann und ob ich diesen Song überhaupt rausschicken möchte. Und da hast du drauf geschissen. Jetzt weiß ich, wie viel wert dein Wort ist, Mann. Danke. Danke. Ehrlich? Ey, Mann. Coming down like lightning. It's like they want me to be perfect. I gotta learn. Wenn ich dich nicht sehe, déjà vu. Spür ich dich mit jedem Atemzug. Ich weiß nicht, wo du bist, déjà vu. Ja. Hey. Nee, ich hab's anders überlegt. Nee. Geh bitte einfach, Janis. Oh, Alter. Mann, ich wollte mich nochmal bei dir entschuldigen. Dafür, dass ich den Song einfach im Plattenfirma rausgeschickt habe. Aber Mann, du musst mir glauben, ich habe nur in guter Absicht gehandelt. Ey, wenn ich es wieder gut machen könnte, dann würde ich es sofort machen, aber du musst mir sagen, wie. Du kannst es nicht wieder gut machen. Begreifst du nicht, dass ich bei keinem Label, an dem du den Song geschickt hast, da kann ich nichts mehr machen. Ich bin da verbrannt. Verstehst du, wie das in der Branche läuft? Du hast genau eine Chance. Eine einzige, um zu überzeugen, und die hast du mir genommen. Da geht nichts mehr. Mann, Eule, die hättest du dir doch selbst genommen. Alle haben gesagt, der Song ist perfekt, nur du wolltest weiter und weiter und weiter daran arbeiten. Du hättest ihn wahrscheinlich nie von alleine abgeschickt. Und wenn es so wäre? Es hat dich nicht zu interessieren, du hast es mir versprochen, es wäre meine Entscheidung gewesen. Na und dann hätte ich ihn vielleicht niemals rausgeschickt. Aber weißt du was? Deine naiven Worte beweisen mir genau eins. Nämlich, dass du keine Ahnung von mir hast, von meinen Träumen hast, von dem hast, wofür ich jahrelang geschuftet hatte. Nämlich dafür, dass ich einfach mit meiner Musik Menschen erreiche. Das hast du mir versaut. Lass einfach gut sein. Okay. Wollen wir jetzt die ganze Zeit weiter streiten? Mann, Baby, es haben doch noch nicht alle abgesagt. Es kann doch morgen schon eine Zusage kommen. Und außerdem, ey, es gibt doch Plattenfirmen wie Sand am Meer. Hä? Kannst du dir nicht vorstellen, dass es mir jetzt nicht nur um die Musik geht, hä? Das ist alles hinter meinem Rücken abgezogen. Das war eine Frage von Vertrauen, Mann. Und das hast du dir echt versaut, Mann. Ich habe keine Ahnung, ob ich dir überhaupt noch mal vertrauen kann. Du hast mir doch vorhin noch gesagt, dass du mich liebst. Ist das jetzt alles weg, oder was? Ich glaube, du gehst jetzt einfach. Ist besser. Mann, natürlich liebe ich Janis irgendwie, aber heute früh war ich noch so glücklich mit ihm und jetzt bin ich einfach nur wütend und mega enttäuscht. Ich weiß echt nicht, wie es weitergehen soll.
Ich begreife einfach nicht, wie Janis so eine Aktion hinter meinem Rücken bringen konnte. Wieso musste er den Song an die Labels rausschicken? Mann, der hat damit nicht nur komplett mein Vertrauen missbraucht, sondern jetzt wahrscheinlich im selben Zug meine Musikkarriere zerstört. Und Janis wusste, dass ich Probleme hatte, Männern zu vertrauen nach der ganzen Sache, die ich mit Ryan durch hatte. Dann macht er sowas? Mann, was soll ich da jetzt machen? Mann, das Zeug ist zum Trinken da, Digga, ja. Jetzt sehen wir nicht aus wie 7 Tage Regenwetter, das nervt so langsam. Echt mal. Ein Alkohol ist auch keine Lösung, ja? Auch wenn man natürlich im Glashaus nicht mit Steinen werfen sollte. Aber meinst du nicht, dass Eule sich wieder fängt? Hä? Ist jetzt ein bisschen sauer, aber ist doch so, oder? Ach, ja, ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Alter, sie hat vorhin beinahe zurückgenommen, dass sie mich liebt. Da meinst du noch, ich wäre naiv und würde sie nicht richtig kennen? Mann, die ist jetzt einfach emotional abgefuckt, die ist sauer auf dich. Dann sagen Frauen manchmal Sachen, die ja so wie du selber bist, wenn du sauer bist. Oder sag mal einfach Sachen, die will man nicht sagen. Die verzeiht dir auch. Mill hat mir schon jeden Scheiß verziehen, glaub mir. Aber ich hab einfach das Gefühl, dass ich sie manchmal in die Hand nehmen muss, Alter. So oft, wie sie sich im Weg steht. Und ich hab einfach gar keinen Bock, sie zu verlieren, Alter. Schatz, ich glaube, dass Janis einfach so sehr an deine Musikkarriere glaubt, dass er dachte, dass die Plattenlabels auch so begeistert von dir sind und wollte dir nur helfen. Der ging nach hinten los. So. Das Einzige, was er mit der Aktion bewirkt hat, ist, dass mir einmal deutlicher vor Augen geführt wurde, dass ich unbrauchbar bin für den Markt. Mann, dass ich sowieso keiner will. Nein. Doch. Hör auf, sowas zu erzählen. Es wird Absagen hageln, ich sag's euch. Vielleicht wird's ja auch keiner absagen. Vielleicht ziehst du ja irgendwann den dicken Deal entlang. Vielleicht sogar morgen, wer weiß. Man versteht ja das nicht für mich, dass es einfach total hart ist, ausgerechnet Janis dafür gesorgt hat, dass ich jetzt noch mehr zweifle als sowieso schon. Wie soll ich denn damit umgehen? Zweifel, die aber null berechtigt sind, Eule. Die Profis sagen schon. Hey, wenn sie dich wirklich liebt, dann hast du sie nicht verloren, ja? Und dann würdest du wissen, dass du nur was Gutes gemacht hast, okay? Was habt ihr gesagt? Hi. Streiten deine Krähe? Ja. Erzähl, was passiert? Sorry, Leute. Leon, mal kurz. Danke. Ja, Eule ist halt abgefuckt auf mich, weil ich hinter ihrem Rücken einfach ihren Song an die Plattenfirma losgeschickt habe. Was? Und sie hat halt eine Absage bekommen. Jetzt habe ich halt übel Stress mit ihr. Aber das ist doch nicht deine Schuld. Wenn die Labels ihre Musik nicht gut finden, kannst du doch nichts dafür. Was sollst du denn machen? Die ist ja ausgerastet heute im Studio, ey. Ja, ne? Extrem. Dafür kann ich doch nichts. Mach dir nichts draus. Der Leon kriegt noch 2 Bier. Schreib's auf meinen Deckel. Danke. Was willst du jetzt mit Janis machen? Was bedeutet das jetzt für euch? Du willst dich nicht trennen, oder? Mann, nein, ich will mich nicht von Janis trennen. Ich liebe den, wirklich. Ich bin mega enttäuscht einfach, dass der mich so hintergangen hat. Und ich habe keine Ahnung, ob und wann ich ihm das verzeihen kann. Ich brauche Zeit. Ja, Schatz, ich wollte gerade sagen, darüber musst du dir auch keine Gedanken machen. So, nimm dir deine Zeit für dich. Und egal, was ist. Und egal, was ist, Pippi, okay? Ob es jetzt bezüglich Janis ist oder bezüglich Musikkarriere. Du bist nicht allein, okay? Wir glauben an dich und wir sind immer für dich da. Du bist nicht allein, niemals, okay? Also, komm, vergiss das nicht, okay? Egal, wofür Eule sich entscheidet, ich werde sie garantiert nicht kampflos aufgeben, denn ich liebe sie. Brust.